Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten mal heute aus einer etwas anderen Kulisse. Es ist Donnerstag und ich bin auf Arbeit. Ich habe heute aber nur einen kurzen Tag und ich dachte mir, ich nehme euch durchs Wochenende mit. Eigentlich hatte ich das schon letztes Wochenende geplant, aber es fühlte sich dann an so wie, ich muss jetzt filmen, ich muss jetzt filmen und dann ist nichts Spannendes passiert und dann hatte ich so diese Verpflichtung, ich muss jetzt irgendwas machen, um dass irgendwas passiert und überhaupt. Und es fühlte sich einfach ganz doof an. Deswegen habe ich den Blog irgendwann abgebrochen. Und jetzt dachte ich mir, ich fange wieder an. Also, heute ist Donnerstag. Heute ist der Plan, dass wir nach Polen fahren. Ich will nämlich mal gucken. Ich brauche nämlich so allmählich Tanne, um zwei Gräber abzudecken aus unserer Familie. Dann fahren wir ja immer nach Polen, um Wurst, Käse, sowas zu holen. Zigaretten, Energy Cola, Getränke überhaupt. Und wir fahren ja von uns ungefähr eine gute Stunde bis nach Polen. Also das ist ein Weg, den man mal auf sich nimmt. Also wir fahren da ja auch nicht alle zwei Wochen hin. Auf jeden Fall dachten wir uns aber, da Benjamin Zigaretten braucht und wir auch ein bisschen frische Wurst, also Wurst da holen möchten und auch die Tanne, ist das der perfekte Moment, um nach Polen zu fahren. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fahren nach Polen. Morgen wollen wir dann die Gräber abdecken. Und am Wochenende weiß ich noch nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich nehme euch einfach ein paar Tage mit. Wenn dann doch mal so ein bisschen random Sachen dabei sind, ist das auch nicht weiter wild, denke ich. So, jetzt werde ich mich umziehen und dann werde ich erstmal ein bisschen arbeiten. Falls jemand sich wundert, warum ich lackierte Fingernägel habe. Heute passieren nur organisatorische Sachen. Es ist kein richtiger Patientendurchlauf und auch wir operieren nicht und so, deswegen habe ich meine Urlaubsnägel quasi noch drauf. Die sehen auch richtig schlimm aus, also die müssen auf jeden Fall ab. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Hallöchen, mittlerweile sind ein paar Stündchen vergangen. Auf dem Hinweg habe ich nicht gefilmt. Ich war nämlich hungrig und ich hatte irgendwie keine Lust zu filmen. Deswegen jetzt. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Also wir sind gerade runter vom Polenmarkt. Wir fahren immer nach Slubice, weil das auch immer so einige fragen. Und es ist jetzt 15.30 Uhr und jetzt ist schon in der Woche Knirsch bei knapp, also später als wir, also wann sind wir losgefahren? Um 1 ungefähr sind wir losgefahren. Später braucht man dann auch nicht mehr hinfahren. Also jetzt sind auch welche über den Polenmarkt gelaufen quasi, aber das bringt gar nichts, weil die jetzt schon alles zusammenpacken und ja, dann kann man höchstens was essen. Ja, ansonsten haben wir grundsätzlich fast alles bekommen, also Zigaretten haben wir Schatzi geholt. Einen Haufen Tanne haben wir für die Gräber geholt, Grabgestecke, also können wir dann morgen die Gräber ready machen. Da freue ich mich, das war mir auch ganz so wichtig, dass wir das auf jeden Fall kriegen. Und Getränke holen wir ja immer. Und Duftstecker zum Beispiel habe ich noch gekauft, also einmal für diesen Freshmatic, also der so sprüht. Und dann habe ich noch welche für die Steckdose, aber die gab es leider nicht. Es hatten auch nicht alle Stände offen, also muss man auch noch dazu sagen. Aber ansonsten war es super angenehm und gegessen haben wir noch. Also wir haben ganz entspannt alles gemacht und ja, würde sagen, wir waren so anderthalb Stunden oder so da, roundabout, würde ich sagen. Und jetzt fahren wir nach Hause und dann mal gucken, was wir sonst noch so machen. Guten Morgen, es ist Freitag, Benjamin arbeitet noch ein wenig und ich werde mich jetzt mal, sieht man es? Nein, oh, man sieht es nicht. Wie gut. Aber, ja, da ist so viel Wäsche zum Einsortieren. Und dann haben wir auch noch ein Riesenproblem. Was denn? Was ist los? Mit unserer Waschmaschine. Was machst du denn da? Engel? Was? Warte mal kurz. Was ist denn da? Da ist ein Vieh? Ist da ein Vieh? Na, dann hol es dir doch. Guck mal hier, eine Fliege. Guck mal da. Ist das der letzte Wäschestapel, den wir haben, weil wir ein kleines Problem mit unserer Waschmaschine haben. Und ich dachte schon, unsere Waschmaschine ist kaputt. Aber so richtig kaputt ist sie nicht. Der Dichtungsring, der war scheinbar porös. Und als ich Wäsche aus der Waschmaschine rausgezogen habe, um sie in die in den Trockner zu werfen, Bettwäsche, ein dicker Knäuel war das, ist dieser Dichtungsring so ein bisschen eingerissen. Also ohne Spaß, es ist weniger, es ist so viel.
ist da ein kleines bisschen eingerissen und auf jeden Fall läuft das Wasser, wenn wir jetzt Wäsche waschen, nicht in einem Schwall, aber immer mal so kontinuierlich aus der Waschmaschine raus, weil der Dichtungsring einen kleinen Makel hat. Dann haben wir einen neuen Dichtungsring bestellt und dann ist eigentlich der Plan, dass wir den neuen Dichtungsring da reinmachen. Wir werden mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ansonsten müssen wir natürlich einen Techniker rufen, gar keine Frage. Aber wir schauen mal. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir demnächst auf jeden Fall in Anspruch oder in Angriff nehmen sollten. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um einen riesen Berg Wäsche. Das hier alles muss ich alles einmal einsortieren. Und dann war der Plan ja für heute, dass wir auf die Friedhöfe fahren. Also zwei Friedhöfe müssen einmal quasi winterfest gemacht werden. Und ich habe ja gestern die Tanne gekauft, habe ich euch gar nicht gezeigt. Zeige ich euch nachher, wenn wir ins Auto gehen. Dann mache ich den Kofferraum auf und zeige euch das einfach. Und ich habe insgesamt, ich habe das gerade schon auf Instagram erzählt, knapp 50 Euro, also mit Trinkgeld habe ich ungefähr 50 Euro bezahlt für diesen ganzen vollen Kofferraum. Das ist Wahnsinn. So günstig kriegt man es hier nicht in Deutschland. Also nicht in zum Beispiel den Discountern, wo man ja Grabgestecke, da zahle ich ja schon für so ein Grabgesteck schon 15 Euro. Und das, was ich für meinen Cousin gekauft habe, dieses lange, das hat 8 Euro gekostet. Ungelogen, 8 Euro. Das ist richtig, richtig krass. Also ja, okay. Ich würde aber sagen, ich muss mich jetzt erstmal mit meinen fraulichen, hausfraulichen Sachen auseinandersetzen und das hier erstmal alles wegsortieren. Ich hasse es. Naja, egal. Also das sind halt diese riesen Tannenbüsche. Die schneiden wir gleich auch ein bisschen zurecht, weil das Grab meines Cousins, das zeige ich euch natürlich jetzt nicht, aber dass ihr euch vorstellen könnt, ist ein bisschen kleiner. Und dann schneiden wir das einfach zurecht und an diesen Schnüren sind halt 10 so eine Tannenbüschel dran und wir haben davon 3 Stück mitgenommen. Und dann haben wir gestern spaßenshalber mal bei Edeka geguckt und da waren die Büschel erstmal um die Hälfte kleiner, also vielleicht ungefähr so. Und da hingen 5 so eine Tannenzweige dran und die haben 4 Euro oder so gekostet. Also das ist natürlich krass, also so große Büschel kriegt man hier beim Discounter nicht. Und dann haben wir noch 2 Grabgestecke gekauft, einmal für meinen Cousin. Das haben wir, dafür haben wir übrigens 8 Euro bezahlt. Also das geht von, das kann man es nicht sehen. Das hat 8 Euro gekostet. Also das ist natürlich riesig. Und dann haben wir noch das Grabgesteck mitgenommen. Aber das weiß ich allerdings nicht, was das gekostet hat. Wir haben insgesamt für alles 50 Euro glatt bezahlt. Ja, 50 Euro. Und wenn man überlegt, für so ein Grabgesteck, ja, plus 2 Grabgestecke, 50 Euro. Also dann wird es auch ungefähr 10 Euro gekostet, 12 Euro. Und das hat 8 gekostet. Also das ist natürlich schon krass, wenn man überlegt, was das bei uns kostet. Guten Morgen. Oh Gott, wie ich aussehe, aber egal. Ich halte erstmal die Kamera drauf. Ich habe jetzt echt lange überlegt, ob ich den ersten Teil des Vlogs beende und einfach das Video nicht hochlade, weil es nichts Spannendes passiert ist. Und ich dachte mir, das ist so ein langweiliger Vlog, aber ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance. Ich nehme euch heute nochmal mit. Ich habe mir mein Selbstbräuner aufgetragen. Heute passiert aber auch nichts Spannendes. Ich bin aber alleine zu Hause, Benjamin ist nicht da. Also dachte ich mir, ich nehme euch trotzdem mit. Weil Vlogs ja eigentlich immer ganz gut ankommen und ihr das endlich mögt. Und ich dachte mir so, wenn ich das jetzt so einfach fallen lasse, ist es auch irgendwie doof. Deswegen knüpfen wir an dem ersten Teil an. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal duschen, Haare waschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir das. Als wäre gar nichts gewesen. Als wären gar nicht 7 Tage dazwischen gewesen oder so. Zwischen dem ersten Teil und jetzt. Völlig egal. So, einmal ein bisschen menschlicher. Ich weiß, duschen, Haare waschen, hat mir was übergezogen. Unsere Waschmaschine geht übrigens wieder. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video erzählt, dass unsere Waschmaschine kaputt ist. Und hier stinkt es überall nach Frikadellen. Ich habe nämlich Frikadellen gemacht gestern. Puh, auf jeden Fall geht unsere Waschmaschine Gott sei Dank wieder. Der Kumpel von Benjamin hat die repariert. Und jetzt kann ich hier aber auch erst seit 2 Tagen wieder Wäsche waschen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich glaube, ich werde heute hier so einen richtigen Aufräumtag machen. Also gar nicht so viel putzen, sondern eher aufräumen. Hier liegen noch super viele Pakete, die zur Post müssen. Wir haben aber nur ein Auto und Benjamin ist nicht da. Deswegen muss ich auf Benjamin da warten, bis wir das alles zur Post bringen können. Ich habe auch mein altes Handy verkauft,
für einen schmalen Taler, also wirklich für... Hier sind die ganzen Speicherkarten. Ich habe die gesucht. Für einen ganz, ganz schmalen Taler habe ich das verkauft. Ja. Und die ganzen Pakete, das schaffe ich ja auch nicht mit dem Fahrrad. Und die haben auch nur bis um 10 offen. Das ist richtig dumm, ja. Naja, gut. Ich werde jetzt erstmal was essen, was trinken und dann gucken wir mal, was der heutige Tag noch so bringt. 3, 2, 1. Oh Gott. Eigentlich wollte ich die Wäsche einsortieren. Das ist Dreckwäsche. Stattdessen habe ich jetzt meine Kleiderschränke ausgemistet. Also nicht, die Sachen kommen nicht weg. Aber das sind so Jacken, die ich jetzt nicht mehr anziehen kann, weil es dafür jetzt schon zu kalt ist. Ja, vom Hundertste ins Tausendste. Aber es war klar. So, ich habe jetzt alles erstmal in Säcken verstaut. Das kann dann in den Keller. Es wird ja nur noch zugemacht, weil ich nicht mehr diese Boxen habe, die ich sonst von Ikea habe. Deswegen erstmal so. Und jetzt ist hier auf jeden Fall erstmal wieder alles ordentlich. Ich muss jetzt bloß noch den nach unten bringen, den Müll. Und Staubwisch muss ich hier unbedingt und so ein bisschen einfach... Ja, sieht immer unordentlich hier drauf aus, finde ich. Aber einfach so ein bisschen Ordnung machen. Hier geht's, hier ist alles safe, finde ich. Aber saugen muss ich auf jeden Fall als allererstes. Eine Ewigkeit später. Ich habe jetzt übrigens ewig lange meine Kamera gesucht. Und ich will mal ein Teil ausprobieren, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar... Der Trockner läuft. Das hier. Es ist bloß nicht so recht. Warte mal. Ja, ja. Das dauert ja ewig. 19 Sekunden lang sollte da drin bleiben. Zieht er sich das alleine noch? Hä? Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Achso, ich muss wahrscheinlich die Haare hier ranhalten, oder? Vielleicht kann es mir jemand erklären. Ah! Aber das finde ich ja super umständlich. Das dauert ja ewig. Da bin ich ja 2 Stunden lang beschäftigt. Aber es ist eine Locke. Ich weiß bloß nicht so recht, wie ich es hier reinhalte. So? Ich bin übrigens am Überlegen, meine Haare extrem dunkel zu färben. Weil... Auf Dauer geht das nicht gut mit dem Blondieren und ich will die Haare unbedingt wieder ein Stückchen länger haben. Ich hatte meine Haare auch mal so dunkel, aber ui, da bin ich dann vom Rot auf Dunkel gegangen und nicht von Blond auf Dunkel. Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Geht denn? Ey, das ist ja eine Kacke. Das verstehe ich nicht so recht. Und das ist natürlich dann nochmal eine Sache für sich. Wenn ich von so hell auf richtig, richtig, richtig dunkel gehe. Ich überlege es mir mal. Hätte ich die Haarfarbe jetzt da, würde ich es jetzt machen. Aber ich habe sie nicht da. Okay, das funktioniert sogar richtig gut. Und dann müsste ich ja hier eigentlich in die andere Richtung machen. Es dauert seine Zeit. Vor allem finde ich immer den Spiegel, immer diese scheiß Öffnung nicht. Ja. Es ist mir zu anstrengend. Also bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich mir die Haare vielleicht nächste Woche richtig dunkel färbe. Ich habe auch schon wieder einen Ansatz. Und ich kann dieses Blond einfach nicht mehr sehen. Ich weiß auch nicht. Es ist niemand... Wir haben uns nicht getrennt oder sonst irgendwas. Es ist nichts passiert, aber ich brauche einfach eine Veränderung. Ich brauche es einfach so sehr. So, ich werde jetzt Videos drehen. Oder wenigstens eins, weil eins drehe ich ja hier bekanntlicherweise schon. Ich muss mal gucken, wo mein Paket liegt. Es wurde nämlich irgendwo abgegeben. Wenn er schlau ist, dann hat er es in die Box gelegt.
Ablageort. Ja. Dann gehe ich doch mal raus und gucke, was das für ein Paket ist, weil vielleicht brauche ich das noch für das Video jetzt hier. Ich lasse euch hier stehen. Ihr wartet. Ich ziehe mir nur ein paar Schuhe an und gehe so raus. Hier ein Schlüssel. Ja. Ist ja ein Mini. Guckt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber wir finden es raus. Ach, das ist so ein Diffuser. So ein Duftding. In rosa. Benjamin hat sowas auch unten bei sich im Keller. Muss ich mich bloß mal mit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Bevor sich jemand wundert, was ich hier für einen Ring trage. Benjamin hat nämlich Ringe bestellt und zwar bei Joongs. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da habe ich quasi so einen Partnerring bestellt. Also der eine davon ist das und Benjamin trägt seinen. Ich stelle euch mal kurz hier ab. Das kam auch mit so einer Schachtel. Das ist so eine Partnerschachtel. Also hier war mein Ring drin und Benjamin sein Ring. Und dann hatte ich mir noch, ihr seht mich jetzt nicht, dann hatte ich mir noch einen extra Ring bestellt und zwar diesen. Der ist aber auch richtig, richtig schön. Der ist aber zu groß, aber den finde ich richtig schön. Der gefällt mir gut. Ja, da kann man auch Verlobungsringe und sowas bestellen. Und ich habe dann noch so ein kleines Schmuckschächtelchen dazu bekommen. Da war halt der Partnerring drin. Und unten ist noch so eine kleine, was ist das? Ach, so ein Sauermachtding. Sterling Silber. Ja, fand ich eigentlich ganz schön, deswegen habe ich das bestellt. Ich warte eigentlich noch auf Schuhe, aber die sind irgendwie noch nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, wann die endlich kommen, weil ich wollte jetzt einen Haul drehen, aber gut. Ist nicht da. Und eigentlich müsste ich draußen wieder Laub haken, aber darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Muss ich gestehen, ich lasse es einfach mal so. Ach ja. Wenn ich jetzt sage, ich mache mir die Haare wirklich so dunkel, dann gibt es auf jeden Fall kein Zurück mehr. Dann ist es natürlich, wie es ist. Dann ist es passiert. Ich weiß es halt auch nicht, muss ich gestehen. Ich bin wirklich, wirklich am struggeln. Aber wisst ihr, was ich meine? Also das Problem ist, meine Haare, also nicht das Problem. Es ist ja schön, dass meine Haare jetzt wieder wachsen. Aber wenn ich jetzt sage, ich blondiere sie alle 8 Wochen, dann ist es halt auch ein bisschen doof. Und so schönes, volles Haar wie mit dunklen Haaren, also sie müssen jetzt nicht so dunkel sein wie auf dem Bild, aber so schönes, volles Haar wie auf diesem Bild hatte ich einfach. Also nochmal. So schöne, dunkle Haare wie auf diesem Bild hatte ich einfach. Was laber ich denn hier? So schöne, dicke und volle Haare wie mit dunklen Haaren hatte ich nie. Also das war so mein Life Changer. Ich habe die Haare ja rot gehabt und dann habe ich sie ja dunkel getönt. Dann waren sie halt irgendwann fast schwarz. Das war halt auch ein bisschen doof. Aber und dann bin ich ja wieder nach und nach ein Stückchen heller geworden. Und dann halt blond. Und dann war der Untergang. Da sind meine Haare nur so ausgefallen. Aber dunkel waren sie einfach so schön wie nie. Man muss es einfach so sagen. Blondierungen sind einfach der Tod für die Haare. Und vor allen Dingen das, was ich halt vor 2 Jahren gemacht habe. Immer heller, immer heller, immer heller. War halt scheiße. War halt wirklich scheiße. Und ich bereue es immer noch, weil ich hatte Haare bis hier unten und ich habe sie null wertgeschätzt. Null. Und ich bereue es einfach. Wirklich. Es ist so schlimm. So schlimm gewesen. So. Ich habe jetzt doch noch das ganze Laub
entfernt, aber ich konnte euch nicht mitnehmen, weil gefühlt alle Nachbarn draußen waren. Jetzt warte ich noch auf meine, Mama. Und dann passiert hier heute eigentlich nicht mehr sonderlich viel. Das heißt, ich werde dann so allmählich das Video beenden, glaube ich. Und ich hoffe, dass es diesmal einigermaßen irgendetwas geworden ist, was man benutzen kann. So, mittlerweile sind ein paar Stunden vergangen. Meine Mama war noch da. Wir haben noch ewig lange gequatscht. Es ist doch schon richtig spät. Meine Kontaktlinsen sind jetzt raus. Und ich habe mir mal was anderes übergezogen. Auf jeden Fall würde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es war ausreichend Material dabei. Das werde ich erst beim Schnitt sehen. Und ja, dann wünsche ich euch einen traumhaft schönen Tag. Fühlt euch gedrückt. Und das war mal ein sehr vollgewürfelter Durcheinander-Vlog. Aber ich hoffe, es ist was Sinnvolles draus geworden. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Eure Sandra. Tschüssi.